Tattoos sind teuer. Ja. Tattoo-Preise gehen von bis. Es gibt sehr günstige Tattoos, es gibt sehr teure Tattoos. Wie immer kommt es ganz drauf an, wer es macht, was gemacht wird, wie es gemacht wird. Und heute schauen wir uns meine teuersten Tattoos an und warum ich so viel Geld dafür ausgegeben habe. Wir starten einfach mal direkt mit dem so in absoluten Zahlen teuersten Tattoo. Das ist mein Handtattoo hier, der Tiger von Balázs Bercsényi, für den ich 5.000 Euro bezahlt habe. Balázs hat mich damals gebeten, einen Tag vorher mindestens anzureisen, weil es war noch überhaupt nicht klar, was wir tätowieren. Ich hatte keine Vorstellung von Motiv. Es war mir auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen egal, weil ich einfach ein Original Design von ihm haben wollte. Und darum ging es auch. So seine Vision, seine Kunst ans Tätowieren ranzugehen, ich wollte ihm komplett freie Hand lassen. Und ihm war es wichtig, dann nochmal ein tieferes Gespräch mit mir zu führen, mich kennenzulernen und zu wissen, okay, was mache ich AJ für ein Design? Also haben wir uns einen Abend vorher getroffen, sind was Schönes essen gegangen, haben uns die Stadt angeschaut, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Und dann am nächsten Tag haben wir uns zum Frühstück getroffen und er hat einfach in der Nacht 7 verschiedene Designs gemacht. Das war crazy, die gingen alle in eine andere Richtung. Obwohl ich bis dato eigentlich immer gesagt habe, ich will mir keinen Löwen und keinen Tiger tätowieren lassen, weil ich das schon zu oft gesehen habe, hat er ein Tiger-Design gemacht, das ich einfach noch nie gesehen habe. Und es hat mich so fasziniert, wie er aus dem künstlerischen Aspekt an die Sache rangegangen ist, dass ich mich da sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, für dieses Design entschieden habe. Er ist selber ein sehr spiritueller Typ, auch von der Herangehensweise, wie er die Designs macht. Er hat einfach einen Vibe, er hat einfach so eine Aura um sich. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Design an sich, wie er tätowiert und dass er es macht, dafür zahlt man. Es ist definitiv ein Unikat, es ist crazy, ich liebe es. Ich werde unglaublich oft darauf angesprochen, dass die Menschen sowas noch nicht gesehen haben. Und es macht sich sehr gut auf der Hand, es fühlt sich gut an, es ist nicht zu voll, es ist trotzdem noch elegant. Ich liebe es, für mich war es jeden Cent wert. Ein anderes sehr teures Tattoo, das vielleicht in absoluter Zahl jetzt nicht an Balázs rankommt, aber eher im Verhältnis Größe und Preis, ist mein Mr. K Tattoo, The Creation of Adam, was mich damals 2000 Dollar gekostet hat, weil damals, ich glaube heute ist es ein bisschen teurer, war sein Stundensatz 1000 Dollar pro Stunde. Er hat dafür, glaube ich, eine Stunde 20 gebraucht oder so. Es war bei Bang Bang in New York und es war eine sehr, sehr nice Experience. So, ich bin dahin, es war 2018 oder so. Und damals war auch noch vollkommen unklar, was wir mir tätowieren. Ich wollte einfach irgendwas Cooles von ihm haben. Mr. K war damals mit einer Ikone für Fineline, für sehr filigrane Tattoos, für sehr zarte Tattoos. Und ich wollte irgendwas haben, was genau das repräsentiert, diese Feinheit, diese Cleanness von ihm. Und wir haben uns dann vor Ort einfach unterhalten, hey, was können wir machen? Wir sind irgendwie auf das Thema gekommen, dass ich sehr auf Kunst stehe. Und dann sind wir beide einfach sehr, sehr schnell auf, okay, let's do Creation of Adam gekommen, haben das Tattoo gemacht, er hat es platziert. Es ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Stelle für dieses Tattoo. Er hat es gepostet. Ich glaube, wir haben dann hier nach dem Post jede Woche bestimmt 5 Anfragen für genau dieses Tattoo bekommen mit meinem Referenzbild. Das war sehr, sehr cool. Definitiv eins meiner teureren Tattoos und ich muss sagen, ich bin immer noch happy damit. Es hat sich super gelohnt. Kriegt man in der gleichen Qualität natürlich irgendwie auch günstiger. Aber wie so oft im Leben, man zahlt auch den Namen mit, man zahlt die Experience mit. Und für mich hat es sich definitiv gelohnt. Es war ein sehr, sehr geiler Tag mit Mr. K. Was auch noch ein sehr, sehr teures Tattoo war, war damals in New York. Hier auf dem Unterarm eine Künstlerin, Eva Karabudak, eine super liebe Person. Ich habe eine sehr, sehr nice Session mit ihr gehabt. Es hat einfach Spaß gemacht. Der Vibe hat gestimmt. Sie war zu dem Zeitpunkt 2018, als wir das Tattoo gestochen haben, sehr bekannt für ihre Tattoos in entweder so einer Kreuzstichart, dass es wie so gestickt aussieht, oder kleine Farbtattoos in Kreisen. Sie war die erste, die sowas populär gemacht hat. Absolut uniker Style damals, mittlerweile immer und immer wieder kopiert von anderen Artists. Aber sie war damals das Original. Ich wollte unbedingt ein Tattoo von ihr haben. Ihre Sachen waren einfach nice, haben mir gefallen. Sie hat mir als Künstlerin sehr gefallen. Ich habe mir einen Termin gebucht. Kurz habe ich geschluckt, als ich dann die E-Mail zurückbekommen habe mit, ja, okay, dein Tattoo ist fast eine Tagessitzung, so dreiviertel Tagessitzung, kostet 4.500 Dollar. Habe mich dann dazu entschieden, das zu machen. Das war, glaube ich, mein erstes richtig teures Tattoo. Bin nach New York geflogen, habe mir das Tattoo stechen lassen. Sehr, sehr schwierige Stelle, sehr, sehr aufwendiges Motiv, weil es ein Gemälde ist. Ich habe mich damals für ein Gemälde von Delacroix entschieden. Die Freiheit führt das Volk, weil mich das Gemälde
als ich im Louvre war, so fasziniert hat. Ich saß da, glaube ich, das erste Mal, als ich es gesehen habe, so 2 Stunden davor. Und der Vibe hat mich einfach gecatcht und ich fand es so schön und das Feeling, das dieses Gemälde ausstrahlt, und wollte es unbedingt haben und habe gedacht, okay, sie wird auf jeden Fall die richtige Person dafür sein. Und damals hätte ich es mir eigentlich in Farbe stechen lassen sollen, weil das so ihr Steckenpferd war. Ich war noch so ein bisschen, ich will keine farbigen Tattoos. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich habe sehr viele farbige Tattoos. Ich habe es mir dann in Schwarz-Weiß tätowieren lassen, bin nach wie vor mega happy damit. Ey, AJ, was hat dein Hals gekostet? Wollen wir wirklich drüber reden? Mein Hals wäre eigentlich sehr teuer gewesen. Also BK, einer der bekanntesten Künstler der Welt, hat diesen Stil geprägt und entwickelt. Ich glaube, das Tattoo hätte 4.000 gekostet wahrscheinlich. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste einfach nur, er ist sehr, sehr teuer. Aber ich liebe seine Arbeit und deswegen habe ich es mir auch auf den Hals tätowieren lassen und wollte unbedingt was von ihm haben. Und habe dann am Ende der Session gefragt, okay, Bruder, was kriegst du jetzt von mir? Er hat mich in den Arm genommen und gesagt, für dich ist okay. Und ich so, oh mein Gott, danke. Nein, ich hätte es auch sehr, sehr gerne bezahlt. Kunst hat ihren Preis so und ich schätze seine Arbeit sehr, sehr wert. Und ich schätze dieses Tattoo jetzt noch viel mehr wert, dadurch, dass er es mir geschenkt hat. Deswegen, danke, Bro. Es gibt noch so viele krasse Künstlerinnen und Künstler da draußen. Ich habe jetzt schon wieder Bock, mich tätowieren zu lassen. Aber jetzt komm, Steffen, ich komme gleich wieder. Leute, das war ein kurzer Einblick in meine teuersten Tattoos. Sagt mir gerne Bescheid, welches Tattoo-Thema euch noch interessiert. Wir machen liebend gern ein Video dazu. Gebt uns ein bisschen Input. Abonniert den Kanal, liked das Video. Achso, hinterlasst einen Kommentar. Ihr wisst, Algorithmus, dies, das. Und Leute, wir sehen uns. Bye, bye.